Am 30. September bekommen Watch Dogs Fans endlich Nachschub für ihren Chicago-Ausflug. Dann erscheint nämlich der DLC Bad Blood, in dem man in die Haut von Charakter T-Bone schlüpfen wird. In 10 Missionen besucht man dann neue Schauplätze, findet neue Waffen und kann ein ferngesteuertes Fahrzeug namens Eugene nutzen. Chronologisch spielt die Story des Bad Blood DLCs nach der Geschichte des Hauptspiels. Wer immer noch besorgt ist um die qualitative Zukunft der Rollercoaster Tycoon-Reihe, der bekommt nun ein wenig Gewissheit. Passend zur PAX Prime wurden Screenshots von Rollercoaster Tycoon World veröffentlicht, die die farbenfrohe Grafik des neuen Tycoon-Spiels zeigen. In den ersten Previews wird auch direkt klar, dass es sich bei dem Spiel um eine echte Simulation handelt. Spieler werden etwa die Geschwindigkeit der Achterbahnen einstellen oder die Preise von Imbissbuden bestimmen können. Für den Park gibt es zudem unterschiedliche Themes, so können etwa Piraten, Sci-Fi oder Western-Look ausgewählt werden. Zu den Spielen Alone in the Dark Illumination und der Neuauflage von Haunted House gibt es jetzt endlich erste Trailer zu sehen, die bewegte Szenen aus den Spielen zeigen. Das neue Alone in the Dark wird demnach aus der Ego-Perspektive gespielt. Im Trailer sehen wir ein dunkles Gewölbe mit verrosteten Rohren an den Wänden und schließlich ein Monster, das den Spieler direkt angreift. Im Haunted House Trailer wiederum wird die Geisterthematik des Horrorspiels angesprochen und wir sehen Bilder aus dem Inneren des Spukhauses. Erscheinen sollen beide Spiele im Herbst für den PC. Publisher und Entwickler Capcom hat endlich Resident Evil Revelations 2 offiziell angekündigt. Die Fortsetzung zum ursprünglich für den 3DS erschienenen Revelations wird rund um ein Gefängnis auf einer mysteriösen Insel spielen. Mehr als ein paar Artworks und das Logo zum Spiel gibt es aber noch nicht zu sehen. Auf der Tokyo Game Show Mitte September will Capcom dann endlich erste Szenen aus dem Spiel zeigen. Erscheinen soll Resident Evil Revelations 2 2015 für Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 und PC. Gute Nachrichten für PS4-Besitzer und Persona-Fans. Das erst nur für PlayStation 3 angekündigte Persona 5 von Atlus wird 2015 auch für die PlayStation 4 erscheinen. Mittlerweile gibt es sogar einen richtigen Trailer für das Spiel, der allerdings nur Anime-Sequenzen und noch keine Ingame-Bilder zeigt. Bisher ist das Spiel nur für Japan und Nordamerika angekündigt. Ob und wann es auch nach Europa kommt, ist noch unklar. Welcome to hell. Auf der PAX kündigt der Entwickler Volition die Standalone-Erweiterung Get Out of Hell für Saints Row 4 an. Darin wird der Präsident und das Oberhaupt der Saints in die Hölle gesogen und die Kollegen Johnny Gat und Kinsey versuchen ihn zu retten. Man wird also in der Hölle gegen Satans Handlanger kämpfen und dabei Saints Row-typische abgedrehte Waffen verwenden. Parallel wurde die Saints Row 4 Re-Elected Edition für Xbox One und PlayStation 4 angekündigt, die den vierten Teil der Saints Row-Reihe in optisch leicht aufgebauter Form auf die aktuellen Konsolen bringt. Erscheinen werden die Get Out of Hell Erweiterung und die Re-Elected Edition am 30. Januar 2015. I love weddings. Und zum Schluss noch eine gute wie seltene Nachricht für Horrorfans. Bethesda's The Evil Within wurde vorverlegt. Ihr habt richtig gehört, der Release findet früher statt als zunächst geplant. Statt am 17. Oktober erscheint The Evil Within nun bereits 3 Tage vorher, am 14. Oktober. Okay, das ist jetzt nicht wirklich viel, aber immerhin. Und das war's mit den Giga News für diese Woche. Falls ihr uns dabei zuhören wollt, wie wir über die News der Woche diskutieren, dann schaut euch Radio Giga dort unten an. Da kommt ihr zu unserem wöchentlichen Podcast. In der Mitte kommt ihr zu The Sims 4. Das haben wir nämlich im Giga Gameplay angespielt, die Giga WG erstellt. Das war sehr chaotisch. Und auf der anderen Seite kommt ihr zum Giga Trivia von Mats. Jetzt viel Spaß dabei und ein schönes Wochenende.